Hallo und herzlich willkommen zurück zu Station Years. Ich bin Dr. Wolfsherz und freue mich, dass ihr wieder dabei seid. So, diesen Batterieraum gilt es zu kühlen, denn der wird viel Wärme produzieren. Ich meine, wir haben es jetzt hier 17 Grad und im Rest der Base ist es... hier ist es auch warm. Das liegt aber an anderen Dingen. Und hier ist es 16 Grad. Ja gut, wir haben es überall etwa gleich warm momentan. Es sind ja auch alle Türen offen. Fakt ist, dass diese Batterien Wärme produzieren und wir diesen Raum gut hernehmen können, um mal zu schauen, ob wir so eine Kühlung hier aufgebaut bekommen. Das Prinzip ist das gleiche wie im Gewächshaus und jetzt geht es eigentlich nur darum, oben weiterzubauen. Schaut euch die letzte Folge an, falls ihr nicht wisst, was hier vorgeht. So mache ich jetzt einfach weiter. Okay, also. Wir klatschen die ersten Radiatoren hier drauf. So, dann kommt hier der Tank-Connector hin zum Einfüllen des Kühlmittels. Davor kommt eine Volume-Pump, die, wenn ich sie richtig will, nicht verbinden. Dann müssen wir wahrscheinlich ein Stück Rohr dazwischen setzen. Das sieht schon besser aus. Okay. Strom kriegen wir natürlich auch noch. Wir müssen hier oben mal einen Transformator anschließen. Gabelzange. Fallstrom. So rum passt es uns. Und wir brauchen eigentlich nur... die Volume Pump nimmt 400 Watt. Ich stelle jetzt mal 1000 ein. Falls wir noch eine zweite irgendwo anschließen. Kann nämlich sein, dass wir dieses Kühlding noch größer machen und dann insgesamt worauf wollte ich eigentlich hinaus? Insgesamt noch mehr Rohre anschließen. Mit ein bisschen mehr Steuerungstechnik noch dran, dann brauchen wir mehr Strom als die 500 Watt. Oder 400. Gut, so. Die Pumpe ist schon mal an und die stellen wir auch auf Maximum. Die soll einfach das, was wir hier reinknallen, so schnell wie möglich in dieses Rohr pressen. Und dann hätte ich hier gerne noch einen Pipe-Meter, den habe ich jetzt natürlich vergessen. Klar, wir können es auch auslesen, elektronisch, schön mit Display, aber da reicht einfach ein ganz normaler Zeiger hier, so wie wir das kennen. 5, 2, 4... So, was brauchen wir jetzt nicht mehr? Das brauchen wir nicht mehr. Da brauchen wir nicht mehr so viele von. Rohre brauchen wir jetzt auch nicht mehr. Radiatoren wohl eher noch. Mal schauen. Ah ja, und wir könnten uns eigentlich schon einen Kanister voll machen mit Kühlmittel. Da ist unser Smart-Kanister. So, und jetzt müssen wir mal eben schauen. Wir haben ja hier unsere Abfüllstation und wir nehmen uns jetzt Partikel X für die Kühlung. Wir kriegen hier aber im Moment nur 8 Megapascal. Deswegen gehen wir mal eben hin und stellen das hoch auf 20 Megapascal, weil so viel halten die neuen oder die besseren Kanister, die Smart-Kanister aus. Jetzt fehlt mir hier eigentlich noch ein Pipe-Meter, ne? Naja, wenn es hier nicht mehr weniger wird, dann haben wir 20 Megapascal auf dem Tankfill.
Oder wenn das Ding voll ist, weil der zeigt nämlich genau an, wie viel reingeht. Sollen wir es einfach laufen lassen? Ja, machen wir. Dann gehen wir hoch und machen eben die Restarbeiten. Pipe Meter. Dann alles dicht machen. Hier unten können wir schon mal wieder verkleiden. So, da wollen wir wissen, wie viel Druck ist drauf. Ja, wir hätten es auch hier unten anbringen können, irgendwo. Ist ja das gleiche System. Hoppla. So, und dann schweißen wir das mal alles zu. Ach, das lasse ich. Nee, das mache ich auch zu. Okay. Da machen wir was anderes dran. Da habe ich eine coole Idee. Okay, jetzt gehen wir mal eben gucken. Ich habe noch ein paar Türen-Kits. Und bei der Tür gibt es nämlich so ein Roll-Cover. Moment. Da, Composite Roll-Cover. Ah, das wollte ich doch schon immer mal ausprobieren. Ah, das ist doch mal genial. So, das finde ich gut. Konfiguriert war ja alles. Wir müssen jetzt mal gucken, wie weit der Kanister ist. Dann gehen wir hoch, füllen das ein. Ja, das war wunderbar. Der ist voll. Wenn wir das jetzt auf so ein großes Rohr verteilen, dann wird das wieder aus den 20 Megapascal, wenn wir Glück haben, ein oder zwei. Das heißt, wir werden diesen Weg wahrscheinlich noch ein, zweimal machen müssen. Das ist ja noch gar nicht an. Ach, das ist ja von den Solarpanelen abgenommen. Die liefern ja jetzt im Moment gerade gar keinen Strom. Wir haben gar keine Stromleitung nach oben. Oh. Oh. Ja, jetzt haben wir den Druck nur ausgeglichen. Nee, Moment, haben wir nicht. Weil das Ding nicht an ist und das... Oh. Das ist natürlich doof jetzt. Mhm.
Wir müssen von dem Strom hier noch was wieder hochführen. Das heißt, wir müssen noch mal hier rein. So, und jetzt muss ich mal schauen. Das ist das ankommende Kabel und das hier ist das Versorgungskabel. Und wir haben hier ja früher den Weg nach unten gehabt. Ach, ich habe gar kein Starkstromkabel dabei. Ah, jetzt muss ich mich wieder durch die Wand bohren hier. Nee, das mache ich nicht. Ich gehe außen rum. Wir holen uns jetzt eben ein bisschen Starkstromkabel, verlegen das von unten nach oben und dann... Dann haben wir's. Alternativ könnten wir warten, bis es Tag ist. Aber ich möchte natürlich, dass da oben die Plattform auch Strom hat, wenn nicht Tag ist. Ist ja klar, oder? Also. Nehmen wir uns mal so eine 50er-Spule mit hoch. Und vielleicht sollten wir das... Das zuleitende Kabel... anders färben. Nur das Zuleitende. Jawohl, das ist ja Blödsinn. Das machen wir ja jetzt ab. Thank you.
So. Jetzt kriegen wir den Druck hier rein. Ich fürchte, das war's schon. Naja, wir lassen es noch ein bisschen laufen. Das machen wir wieder zu hier. Nein! Na. Ah. Gut, also Zuleitung gelb, das werden wir hier oben auf der kompletten Solarplattform auch noch irgendwann machen. Erstmal reicht es aber, wenn wir das hier haben. Wir Bescheid wissen, welches Kabel was macht. Ich glaube, das Ding müsste eigentlich leer sein. Ah, so viele Sachen mit jetzt. Den kriege ich jetzt nicht mit. Gehen wir erstmal runter und laden was ab. Ich bringe jetzt erstmal was weg. Das Problem ist, man will immer so viele Sachen auf einmal machen und ich lasse mich dann auch irgendwie dummerweise zu leicht ablenken. So, das brauchen wir nicht mehr. Die Wand brauchen wir noch, die Plastic Sheets auch. Die Doors brauchen wir nicht mehr. Die Pipes brauchen wir nicht mehr. Die Kabel schon. Die aber nicht. Dann kann das dahin, das dahin. So, hier brauchen wir keine Batterie drin. Ich muss es nur einfach einschalten. Ah, supi. Jetzt ist das Ding auch grün, weil jetzt haben wir auch einen Abnehmer drin. So, und jetzt würden diese hier auch funktionieren. Und jetzt können wir das schon mal aktivieren. Es ist aber gerade minus 54 Grad hier drin, also brauchen wir jetzt gerade noch nicht so wirklich. Ich gucke nochmal eben, ob alles richtig ist. Also wir lesen den Gassensor, die Temperatur, das ist richtig. Wir haben hier den Wert 293 Kelvin, wir haben hier den Vergleich, nämlich vom Logic Reader, das ist das Ding. Vergleichen wir Compare größer als Logic Memory und das ist der und das heißt, wenn der größer als der ist, dann gibt er hier den Wert aus, dass, also dann gibt er ein 1 aus, dann ist hier quasi der Input an vom Logic Memory. Ja, das ist leider falsch. Hier muss nicht Logic Memory hin, doch Input. Hier muss die Compare Unit hin. Ist noch nicht richtig. Also Input Logic Compare. So, Out-Variable ist on und Out-Type ist Wallcooler. So ist es richtig. Okay. So, das heißt, der Compare kann gestartet werden und das Ding kann gestartet werden. Und jetzt gibt es hier noch einen Error, weil da in dem Pipe-System zu wenig Druck ist. Jetzt füllen wir den Kanister auf, den ich natürlich erst nochmal wiederholen muss. Ah, vielleicht mache ich einfach nochmal im zweiten. Und einen dritten. Boah, bleib hier. Das sieht ja schrecklich aus, was du da machst.
Irgendwann wird davon jemand erschlagen. Natürlich ich dann. So, Abfüllstation. Hier müssen wir natürlich tierisch aufpassen jetzt, wenn wir hier einen normalen Kanister reinsetzen. Dann haben wir ein großes Problem. Ja, und wir kriegen den auch nicht mehr ganz voll. Müssen wir jetzt länger warten? Na, jetzt, okay. Er heißt auch nicht ganz voll. Wir müssen mehr Pollutants haben. Und wie kriegen wir mehr Pollutants? Indem wir hier filtern. Die Umgebungsluft. Da sind nämlich Pollutants drin. Die muss ich auch wieder anmachen. Die hatte ich ausgemacht. Wieso geht die nicht an? Wieso ist hier kein Strom mehr? Was ist denn jetzt los? Jetzt sag mir doch bitte nicht, dass wir keinen Strom haben. Das kann nicht sein. Hä? Das hat doch alles Strom. Was ist denn jetzt los? Gibt's da jetzt nicht. So, das kriegt seinen Strom über diese Leitung. Oh, weia. Ich glaube, ich weiß, was los ist. Lift und Second Airlock. Gas Lab. Gas Lab ist die Leitung. Nee, das muss funktionieren. Das Ding hat Strom. Gas Lab. 5000 Watt. Das geht darüber. Da geht's einmal. Ist die Abzweigung für die Luftschleuse. Aber da geht's runter. Da durch und dann kommt's da hinten raus. Was ist hier los? Ach. Oh. Ich weiß, was los ist. 5000 Watt reichen nicht. Ich das Ding einmache, ziehen wir zu viel. Jetzt geht's gerade mal. Glück gehabt. Aber wir ziehen zu viel Strom. Dieser Raum braucht eine eigene Starkstromleitung. Oh Mann. Und die sind hier noch nicht mal an die Backpressure, mit denen wir rausgehen. Die sind auch noch gar nicht konfiguriert, sehe ich gerade. Das ist der Waste. Jetzt wird da auch wieder geladen. Ich bin komplett irritiert. Ich dachte, ich hätte beim Umbau in dem Kabelschacht da irgendwas kaputt gemacht, aber habe ich nicht. Hm.
Tja, ihr seht, das dauert sehr lange. Wir haben jetzt durch drei Kanister. Gerade mal halben. Wieso wird das noch weniger, Wiener? Naja, es wird nicht weniger. Es wird nur kälter und dadurch verringert sich der Druck. Und kälter wird es natürlich wegen der Radiatoren. Es bleibt aber bei 1,67 Kilomol. Und das ist ja entscheidend. Okay, wir müssen noch mehr holen. Ich schätze mal, auf ein Megawatt müssen wir wohl drauf. Auf ein Megapascal. Falsch abgebogen. Die Base ist zu groß. Komm, reicht, auf den kleinen Rest kann ich verzichten. So, und jetzt sind wir hier im großen Tank schon unter 1 Megapascal. Haben wir unsere ganzen X-Partikel leider schon aufgebraucht. Naja, nicht wirklich, aber einen großen Teil. Wir kriegen auch beim Schmelzen von Eisen, meine ich. Relativ viel. Ja, jetzt haben wir 1,17 Megapascal Druck auf dem Rohr. Ich würde mal sagen, das müsste für eine Kühlung eigentlich reichen. Ich glaube, 1 Megapascal ist, glaube ich, Minimum. Wir können das aber testen. Wir können das testen, indem wir runtergehen und den Cooler einschalten. Und wenn der keinen Error flasht, dann müsste es entsprechend in Ordnung sein. Ja, gucken wir mal. Sonst müssen wir noch mehr abfüllen. Und vielleicht mache ich dann mal eine große X-Filter- Anlage mit vielen Einlässen einfach draußen an der frischen Luft. Was will ich hier eigentlich? Ich wollte doch in den Batterieraum. Ja, also ihr seht, die Batterien reichen auf jeden Fall. So, wie sieht das aus? Immer noch Error. Dann reicht der Druck noch nicht. Puh. Wir könnten natürlich noch auffüllen mit Marsatmosphäre. Wir haben ja schon gesehen, dass es damit auch geht.
Das ist schon echt nicht schlecht, finde ich. Hier kommt noch so eine kleine Ecke rein. Wie viel Druck brauchen wir? Hier hat sich Druck aufgebaut. Da dürfte eigentlich keiner sein. Das spricht dafür, dass die Filter leer sind. Sind sie aber nicht. Diese Volumenpumpe drückt eigentlich alles, was hier ist, gnadenlos durch in den Tank rein. Da habe ich ja gerade mal überhaupt keine Erklärung für, warum das da nicht weitergeht. Ja. Warum ist hier noch was drin? So, der Tank dahinter ist wirklich fast leer jetzt. So, wir füllen die drei nochmal um oben. Ich glaube, wir haben im Gewächshaus 10 Megapascal drin. Ich kontrolliere das kurz. Das würden wir hier natürlich schwerlich erreichen und dann würde ich wirklich sagen, arbeiten wir hier noch mit einem Active Vent und führen Druck, also einfach Marsatmosphäre noch mit zu. So wie wir es hier gemacht haben. Ja, 7,5. Was drücke ich denn da immer so? Also 7,5 Megapascal. Event Pipes. Stromkabel haben wir.
Hier ist schon wieder 0 Kilopascal, weil dieser Lüfter hier alles weggesaugt hat. Das heißt, wir kriegen halt hier... Selbst hier ist nur 1 Kilopascal. Also, der zieht halt schon ganz schön. Und wir kriegen da ein paar Pollutants drüber rein. Aber ich glaube, das Beste wäre wirklich draußen eine Pollutant-Filteranlage noch aufzubauen. Oder zumindest eine Ansaugvorrichtung. Und die dann irgendwie mit dem Pollutant, also mit der Gasfilterung unten noch zu verbinden. Das macht schon Sinn, glaube ich. So. So, set inward. Warum sagt er nichts? Jetzt. Hä? Was zur Hölle? Gut, es geht was rein, aber es dauert halt furchtbar lange. CO2 kommt jetzt halt noch mit rein. Minimal Stickstoff, was auch gut oder einigermaßen zum Kühlen gut ist. Hauptbestandteil 5,1 Kilomol ist jetzt X-Partikel. Der Anteil nimmt natürlich ab. Ich frage mich gerade, warum der Lüfter so lange ist, so langsam ist. Meiner Erfahrung nach schaffen diese relativ schnell so ein Rohr. Druck zu setzen. Irgendwie. Jetzt ist auf diesem Voxel 0 Kilopascal. Wieso strömt die Luft denn so langsam nach auf diesen Block? Das kann ja eigentlich mal gar nicht sein. Ah, das ist anstrengend. Also dieses ganze Atmospheric-Zeugs, ne, mit dem Luftaustausch und so, das ist wirklich... Ha, Mann. Ich weiß halt auch nicht, wie viel Druck wir jetzt genau brauchen. Ich mache das Ding jetzt erstmal nochmal aus. Blöd ist jetzt, wir haben verunreinigt. Das heißt, wenn wir es irgendwann nochmal, wenn wir hier nochmal die X-Partikel von rausnehmen wollen, müssten wir es wieder neu filtern. Wäre jetzt kein Problem, ne? Wir würden einfach diese Pumpe umdrehen und dann hier das Ding zum Abfüllen wieder benutzen. Aber so alles in allem... Ist alles sehr kompliziert. Vielleicht mache ich es mir auch irgendwie kompliziert. Vielleicht habt ihr ein paar Tipps. Könnt ihr mir sehr gerne in die Kommentare schreiben. Ich lese sie alle. Ich kann nicht immer auf alles antworten. Und es dauert vor allem auch immer eine Weile, bis es dann im Let's Play ankommt, was ihr schreibt. Aber grundsätzlich kommt es halt schon irgendwann an. So. Ja, bis das hier wieder mehr wird, das dauert eine Ewigkeit. Wir brauchen draußen eine Filteranlage dafür. Das bauen wir, glaube ich, in der nächsten Folge. So, dann danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei seid. Bis dahin, bleibt gesund, euer Dr. Wolfsherz. Ciao!